Lasst uns zusammen ein Styropor-Ei bemalen und anschließend mit Zauberfolie versehen. Wir nehmen als Grundierung am besten unsere Royal Flash, da haben wir eine riesig große Farbauswahl. Wir tragen zunächst die Farbe erstmal ganz dünn auf, das heißt, wie bei Nagellack erstmal eine ganz dünne Schicht nehmen. Und wenn diese Schicht abgetrocknet ist, dann geht hier ein zweites Mal darüber. Hier haben wir schon mal einmal, sind wir hier schon rübergegangen. Und ihr seht, der Farbauftrag ist wesentlich deckender. Auch diese Farbschicht könnt ihr nochmal abtrocknen lassen und könnt eine dritte Schicht nehmen. Wahlweise könnt ihr jetzt aber hier auch mit dem Stupfpinsel die Farbe auftupfen. Wichtig ist, dass die Farbe komplett abgetrocknet ist, bevor wir in das heiße Wasser eintauchen. Für das 10 cm Styropor-Ei benötigt ihr eine Banderole mit 7 cm Durchmesser. Und diese Banderole stülpt ihr jetzt über das schon getrocknete Ei und haltet beides zusammen fest mit der Silikonzange. Schön gucken, ob die Banderole auch gerade sitzt. Und jetzt kommt unsere geniale Silikonzange zum Einsatz. Beides schön festhalten und wir tauchen ein. Achtung! Die Folie setzt sich wie von Zauberhand um das Ei herum und schon ist euer Ei fertig. Und das macht natürlich riesig Spaß. Jetzt können wir weiter verzieren. Verziert weiter zum Beispiel mit Schmucksteinbordüren, Halbperlenbordüren. Ihr habt auch die Möglichkeit, Aufhängeösen dran zu machen. Wenn ihr aufhängen wollt, haben wir silberne, goldene und transparente zur Auswahl. Ihr könnt aber das Ei auch aufstellen. Da gibt es schöne Acrylpodeste, die man auch bekleben kann. Und ihr könnt auch so wunderschöne Rosetten anfertigen. Das zeigen wir euch in einem anderen Clip. Wahlweise könnt ihr das Ei auch auf einen Schaschlikspieß geben und dann schönes Schleifenband darunter drapieren und von oben und unten seht ihr hier auch wieder mit Halbperlen veredeln. Oder verziert das Ei an den Enden unten und oben jeweils mit schönen Pailletten, macht eine schöne Aufhängeöse hinein und hängt das Ei so zum Beispiel ins Fenster.